Guten Abend, die Herrschaften, und willkommen zurück zu Let's Play Pharao. Ja, es ist schon eine Weile wieder her, dass ich aufgenommen habe, und fröhliches neues Jahr an alle. Aber das ist ja jetzt mal egal, wie ich jede Aufnahme einfach damit anfange, dass ich mich entschuldige dafür, dass längere Zeit kein Video kam. Ich sollte das vielleicht mal überdenken, aber ja. Das passiert den Besten. Naja, Spaß. Ich habe eben wirklich seit einiger Zeit nicht auf Pharao gespielt. Deswegen kann es sein, dass mein Städtebau gerade so ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Ich habe mir aber größte Mühe gegeben. Wenn das System einmal drin ist, dann sollte das eigentlich auch so verstanden sein, verstanden bleiben. Ich habe also nicht alles gemacht, wie ich das sonst immer gemacht habe. Ganz einfach, damit ich auch mal ein bisschen was aufgenommen habe. So, ich glaube, Infrastruktur kommt als erstes. Gesundheit und Hygiene als zweites, weil das sind die Ziehbrunnen, Zisternen. Dann sollte Nahrungsmittelproduktion und Verteilung sein und dann Religion. Der Rest kann mir eigentlich gerade egal sein. Wenn ihr Vorschläge habt, ob ich das anders priorisieren soll, dann sagt's mir bitte. Kann sein, dass ich jetzt auch gerade wieder was verwechsle, aber naja. Sei es drum. Draufgeschissen? So, hier mache ich jetzt erstmal schicke Goldminen hin. Denn der Fall, wie in der Aufgabe zu hören war. Ich soll es vielleicht ein bisschen schneller machen. So. Denn wie in der Aufgabe, also in der Auftragsbeschreibung drin stand, wird er des Öfteren mal Gold von uns fordern. Das passt mir nicht ganz so, vor allem, weil wir selber Gold brauchen. So, puff. Machen wir einen Ziehbrunnen hin, da haben wir schon mal deutlich mehr Bevölkerung drin. Können wir theoretisch auch hier schon machen. Mal hier. So. Machen wir meinetwegen noch hier ein Architektenbüro hin. Oder machen, nein, machen wir jetzt auf die Mitte. So, und reißen das hier ab. Eine Feuerwache brauchen wir hier. So. Dann sollten in aller Ruhe langsam die Leute reintrudeln. Wenn wir es ein bisschen schneller stellen. 80% reicht aus. Was mich nur ein bisschen nervt, ist, dass wir keine Brücken bauen können. Das finde ich ein bisschen nervig, weil so, sonst könnte man hier einfach was drüber bauen, aber es geht einfach nicht. Ja. Normalerweise wäre das ja hier unter öffentliche Einrichtung. Brücken, also die Kategorisierungen hier bei Pharao sind noch ein bisschen so unscharf, blöd gemacht. Ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll. Nicht toll jedenfalls. Das haben sie bei Emperor deutlich besser gemacht. Warum entwickelt er sich nicht weiter? Da. Riesenfette Statue. Aber wahrscheinlich, wahrscheinlich, weil die Tempel, die Häuser darum zu mies sind. Ja, wir brauchen mehr Arbeitskräfte. Dessen bin ich mir durchaus bewusst. Aber die kommen ja, die kommen ja. Also das Gute ist auch, wir haben nur eine Gottheit hier, was ich sicherlich auch schon im letzten Part gesagt habe, nur seht. Das macht's deutlich einfacher. Weil noch ein Haufen mehr Leute hier zu unterhalten. Also, ihr wisst schon. Dinge halt. Wir geben einfach alles. Puff, haben wir wieder ein bisschen Geld eingenommen. Also mehrere Gottheiten hier zu bespaßen, neben diesen lebensfeindlichen Bedingungen, das ist schon hart, wäre schon hart. So, plupp. Entwickel dich weiter, bitte. Geht doch. So.
Die freuen sich alle. Ich will die gar nicht anklicken, weil die beschweren sich nur. Hier suchen sie selbstverständlich auch noch einen Haufen Arbeiter. Arbeitslosigkeit 0%. Ja, sind halt überall Stellen gesucht. Ein Glück braucht man hier keine Ausbildung für irgendwelche Stellen. Das wäre dann wahrscheinlich ein wenig zu realistisch. So, da kommt der Wasserträger auch nach oben. Und bringt den schön zu Wasser. Gibt da nichts Besseres. Steuertreiber habe ich ja auch gleich hingebaut. Jetzt einfach hier in der Mitte, damit er ein bisschen schon gleich rumlaufen kann. Kaum zu Ist das glauben, der Steuertreiber? wie langweilig es Nee. ist. Ist nichts zu essen, aber beschwerst sich darüber, dass es langweilig ist. Die Leute. Ja. Die müssen ja hier erstmal ankommen. Wir haben sowieso Arbeitslosigkeit 0%. Also davon gehe ich mal aus. 23%. Das ging flott. Jetzt müssen die nun mal hier reinkommen. Da. Puff. Schwuppsdiwupp, haben wir wieder. 0%. Naja. Attraktivität, bla bla bla. So. Ja, keine Wasserversorgung, ist mir egal. Da kann man es nicht mehr hinbauen, wäre auch zu schön gewesen. Die entwickeln sich auch nicht, also die gehen auch nicht zusammen. Das soll mich jetzt auch nicht so stören. So, hier kommen langsam die Arbeiter wieder rein. Pharao. Yeah. In welcher Zeit soll ich das jetzt gemacht haben? Dieser Pharao. Wäre nicht mein Vorgesetzter. Dann wäre halt nicht mein Vorgesetzter. Tja. Machen wir hier halt noch mehr Häuser. Hin. Bla bla bla. Verspricht uns zu beschützen. Ja. Darauf werden wir uns eigentlich auch die meiste Zeit verlassen, weil sie jetzt sowieso die Feinde deutlich schneller niederstreckt, als wir es jemals könnten. So. Ich weiß, wir können auch Edelsteine abbauen, aber das bringt uns erstmal nichts, weil damit verdienen wir nicht direkt Geld. Oder es. Ja. So, hier machen wir so unsere eigene schicke Wohnung, whatever hin. Architektenbüro. Arbeitslosigkeit 12,2%. Ja, aber die kommen halt hier nicht nach unten. So, wenn sie da unten sind, dann passt das. Arbeitslose. Arbeitskräfte benötigt, so rum. So, der läuft bis hier oben hin. Ey, diese Stadt existiert seit, keine Ahnung, 3 Monaten. Und der sagt schon, Kupfer haben. Ja, der Schlauste ist er jetzt nicht. Ah, da kommen Leute an, das ist wunderbar. Ein Fest abhalten. Ja, machen wir ein gewöhnliches Fest. So, dann können wir noch einen Steuereintreiber hier hinhauen. Da kommt schon Gold rein, das ist wunderbar. Und da kommen auch schon die ersten Kupferbahnen rein. Also, ich habe, falls er sich fragt, wieso ich das so komisch gebaut habe, ich habe mir das nur offen gelassen, um dem zu merken, dass hier noch eine Tongrube hin kann, falls wir es benötigen. Was er definitiv wahrscheinlich nicht benötigen, weil wir sowieso immer Kupfer im Überfluss haben. Ah ja, Arztpraxen. Oh, dann würde ich sagen, hier oben noch einer. Dann brauchen wir Bier. Bier kriegen wir. Das sind wir. Bier, Bier, Bier. Verkauft Bier. Kauft Kupfer. Verkauft Nahrung. Verkauft Bier. Kauft Papyrus. Das brauchen wir erstmal nicht.
So, buff. Wir importieren Bier. Bis zu 800, sagen bis zu 600. Nee, Import passt schon, bis zu 800. Export, lass mal erstmal Import. Lass mal erstmal, brauchen wir nicht. So, Bier nehmen wir aber auch an, ne? Na gut. Ich packe sicherheitshalber nochmal ein Warenlager hin. So, gibt es hier irgendwelche Risiken? Schön. Das sollte eigentlich alles so gebaut sein, dass es passt. Oh, hier braucht man ein Architektenbüro, das wusste ich nicht. Ist aber an sich logisch, das Gebäude ist groß genug. So. Jetzt können wir Handel. Kupfer exportieren. Exportieren über 200. Also alles, was wir über 200 Kupfer haben, wird exportiert. So interpretiere ich das zumindest. Liegt das nicht an der Straße? Na, offensichtlich nicht. Toll. Habe ich ja wieder großartig hinbekommen. So. Nichtsdestotrotz wirst du abgerissen. Hier kommen Goldminen hin. Denn hier oben können wir meinetwegen alles an Kupfer hinhauen. Also alles an Kupferminen. Arbeitslosigkeit 12% ist zu hoch. Das ändert sich auch bald. So, hier noch eine Goldmine. Ich mache einfach mal hier einen Weg hin. So, puff. Damit wir einfach mal einen Weg haben, falls wir irgendwo hin müssen. Genauso wie an... Kommen wir hier lang? Da kommen wir lang. Diesen schicken Ort hier. So. Damit hätten wir zumindest eine Verbindung. Haben wir Gericht? Wir haben Gericht. Das ging flott. Oh. Das ist eins zu weit weg gewesen. Gericht. Da entwickeln sie sich gleich weiter. Das ging flott. Wohlwollend, ja, wir lassen das mal beim üppigen Fest. Na gut, klar, wir haben ja gerade Bier importiert und dann kommt nur Bier rein. Ja, brauchen wir nicht wundern, dass wir uns weiterentwickeln. So, stimmt die Unterhaltung? Da. Jongleurbühnen ist nur ausgezeichnet. Dann machen wir halt noch eine Jongleurbühne hin, würde ich mal sagen. Und wo am besten? Ich würde sagen, da oben. Da machen wir die Sperre weg. Da kommt hier eine Bühne hin. So. Königreichweitung steigt. Wunderbar. Da haben wir noch eine Jonglierschule hin. Wir haben, glaube ich, viel zu viele Menschen. Ja. Die Leute verherrlichen sich wie ein Gott. Toll. Hier wollte ich jetzt nicht zwingend Bier annehmen. Lehren. Lehren. Puff. Damit die ein bisschen weniger Weg haben. Das kann man natürlich gleich erfüllen. Das ist kein Problem. Ja, würde ich sagen, dass wir bei der ganzen... Schreiberschule will ich jetzt nicht bauen. Wir finden noch mehr Waffenschmiede. Wir machen ganz viele Waffenschmiede. Und zwar irgendwo so hier in der Mitte. Oder da oben. Theoretisch können wir alles da oben machen, weil die sowieso immer oben einfallen. Ja, machen wir es hier oben. Die Mission habe ich schon das ein oder andere Mal gespielt. Ich bin Händler mit Leib und Seele.
So. Noch drei Lagerwaren hin, genau. Dann nochmal erstmal einen Drillplatz. Puff. Soldaten werden Waffen benötigen. Ja, die produzieren wir ja schon. Und dann machen wir hier Force hin. Puff. Ein Glück haben wir ja nicht so eine enge Begrenzung, was die Anzahl betrifft, wie bei Emperor. 2000 Einwanderer. Das ist ja schön. So, plupp. Machen wir es erstmal hier nochmal so um. Hier der Vorplatz, alles unterdrückt an Attraktivität. So, du kannst auch weggehen. Und hier machen wir dann noch ein paar Goldminen. Mehr Kupfer brauchen wir, glaube ich, nicht. Ich mache einfach nochmal sicherheitshalber einen Architekten. Eigentlich nicht, der läuft die ganze Zeit hier lang. Ist hier irgendwelche Risiken? Feuer, bla bla bla. Nee, Feuer sieht wunderbar aus. Schäden, da oben das Übliche. Was zum Geier macht der? Mal noch einen hier hin. Arbeitslose Bevölkerung haben wir genug. Ich mache einfach noch mal einen Tempel hin. Wo wir jetzt so viel Bevölkerung bekommen haben. Angetan. Das habe ich mir schon gedacht. Und noch ein, zwei Schreine. Dort hinter den einzelnen Gebäuden hier. Einfach hier so. Immer noch ein Zweier. Platz frei, das reicht aus. Königreichweite steigt, wunderbar. Hier sollte ich vielleicht noch einen Basar hin platzieren. Wenn hier nicht genug Nahrung ankommt. Also ich hoffe, es hilft was. Ja, ich glaube, wir müssen dringend Nahrung importieren. Das wird nämlich jetzt unser Mangel sein, schätze ich mal. So, bis zu 800. Dann sagen wir, dass hier ein Warenlager eröffnet wird. Nichts annehmen, nur das wollen. Nein, nicht wollen. Das wird angenommen. Und ihr holt das. Weil ihr Silos seid. Und für nichts anderes zuständig seid. So, und hier sagen wir, ach, ist schon bis 800. Wunderbar. Keine Käufe für ist gut, das heißt, wir sollten wirklich nicht im Überschuss hier Geschirr produzieren. So, wir haben Töpferei, Weberei. Wir können Edelsteine abbauen. Können wir die auch exportieren? Nee. Was bringen die uns denn? Hä? Ich bin verwirrt. Ah! Das! Gut. Nein. So. Dann machen wir hier mal gleich Feuerwache, Architektenbüro und Edelsteine. Den Slot lasse ich mal frei. Man kann ja nie wissen. Vielleicht brauchen wir noch mal Gold. So, Edelsteine, Edelsteine, Edelsteine. Ne, machen wir es mal so rum. So. Arbeiter haben wir ja schon. Ein oder zwei. Das muss ausreichen. Ah ja, schlecht erreichbar. Bla bla. Immer noch 19%. Du sollst das nicht annehmen. Diese Leute, die immer das Bier sonst wo hinhauen. Das kann ich auch gleich hier sagen, dass es. Das soll auch nicht angenommen werden. Wenn wir es nie importieren werden. Ja, noch eins hin. Es gibt bereits zu wenig Arbeit. Ja, aber lustigerweise, dadurch, dass ich die Häuser hinmache, geht ja, kriegen sie Arbeit.
So, jetzt sollte es jetzt sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das sollte erstmal ausreichen. Wohlwollen, mein ewiges Fest.